Es ist Dienstag, der 23. November 2021. Sie sehen das SKB-Journal heute mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz über 400. Absage, muss der Weihnachtsmarkt doch schließen? Und Stadtgrün, Freie Wähler kritisieren Grünflächen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Corona-Zahlen in der Havelstadt steigen und steigen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom 23. November bei 405,3. Im Vergleich zum Vortag gab es 75 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 292 Infektionen. 13 Personen werden stationär behandelt. 557 Personen sind in Quarantäne. Es gab einen weiteren Todesfall. Der Weihnachtsmarkt fällt nun wahrscheinlich aus. Auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt schlug die Nachmittagsmeldung der Staatskanzlei über die mögliche Schließung des Weihnachtsmarktes ab Mittwoch ein wie eine Bombe. Die Händler sind am Boden zerstört, sie wissen nicht mehr weiter, sagte ein Mitarbeiter des Orga-Teams. Um ein Zeichen zu setzen, wurde das Einschalten der Tanne am Montag 17 Uhr abgesagt. Sie blieb dunkel. Heute ist der Markt noch regulär geöffnet, ab Mittwoch droht dann die Schließung. Für den Cheforganisator Michael Kilian vom Gewerbeverein ein Unding. Die Politik sei jetzt gefragt, sie muss schnell und unkompliziert sagen, wie sie den Händlern helfen will und kann. Anders ist das alles nicht mehr vermittelbar. Die Stimmung hier ist am Boden, so Kilian. Besonders sauer sind die Händler demnach, dass die angekündigte Zwangsschließung quasi mit der Eröffnung zusammenfällt. Tenor, das hätte man auch einige Wochen vorher entscheiden können. Infrastrukturminister Guido Bermann war am Montag in der Havelstadt und hatte gleich 2 Förderbescheide für Oberbürgermeister Steffen Scheller mit bei. Zum einen gibt es knapp 7,4 Millionen Euro für den Neubau der Brücke des 20. Jahrestages. Damit ist der Förderanteil der Stadt gedeckt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 38,5 Millionen Euro. Mit dem zweiten Fördermittelbescheid bewilligte das Ministerium im aktuellen Jahr 2.235.000 aus den Bund-Länder-Programmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung, sozialer Zusammenhalt und lebendige Zentren. Dabei gehen aus den Fördermitteln 985.000 in gleich mehrere Projekte. 350.000 für die Fertigstellung des Projektes Grünachse Nord, 135.000 für den Abriss des brachliegenden Club am Turm in Hohenstücken, 250.000 für den Rückbau von Wohnungsblöcken, unter anderem leere Blöcke in Hohenstücken, und 250.000 für die Sanierung, Sicherung und Erwerb von Altbauten, so für die ehemalige Waffelfabrik und das ehemalige E-Werk. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Agel. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Tut die Stadt genug für die Pflege des städtischen Grüns? Insbesondere die Freien Wähler haben das in letzter Zeit wiederholt bezweifelt. Sie stören sich vor allem an ungepflegten Grünflächen und wildem Baumwuchs. Doch die Stadtverwaltung rechtfertigt sich. Sind die Freien Wähler die neuen Grünen? Ob Stadtwald, neue Bäume in der Karl-Marx-Straße oder Klimaanpassungskonzept? Auffällig häufig machte sich die Fraktion im Dirk Stieger zuletzt eigentlich ureigene grüne Themen zu eigen. Der Fraktionschef sieht sich und seine Partei allerdings nicht als Neugrüne. Wir waren das wahrscheinlich immer schon, während andere das jetzt erst für sich entdeckt haben, weil Bäume, überhaupt Natur und Grün in der Stadt sind wichtig, weil wir sozusagen neben der Bebauung eben auch diesen öffentlichen Raum haben, den grünen Raum haben, für die Erholung, aber auch für andere Fragen wichtig. Bäume sind bei uns in guter Obhut.
Bei der Stadt aber offenbar eher weniger, kritisiert Stieger. Er fordert, es muss mehr passieren in puncto Pflege und Nachpflanzung. Immerhin, für eine positive Kunde hat das beharrliche Nachhaken nun gereicht. Wir können sozusagen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Karl-Marx-Straße die freudige Nachricht übermitteln, dass die Nachpflanzung der fehlenden Bäume Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres erfolgen soll. Wir brauchen aber viel mehr. Machen ja jetzt viele aufgrund der Umleitungssituation, wenn Sie mal die Spitterstraße durchfahren und sich dort die Bäume angucken, das ist für mich die Alleestraße des Grauens. Wenn man sich da anguckt, dann könnte man tatsächlich den Todbaum des Monats verleihen. Furchtbar, wir müssen da mehr tun, wir müssen dort die abgegangenen Bäume ersetzen und das wird auch Zeit, dass das passiert. Zumindest in puncto Pflege von Grünanlagen wird die Stadt jedoch nicht müde zu betonen, dass auch hinter vermeintlich ungepflegtem Grün ein Plan steckt. Es sei vielmehr eine Reaktion auf die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre. Um Flächen nicht zu vernichten, haben wir dort an der Stelle einfach auch das etwas höher wachsen lassen, weil das ist wirklich ein wirksamer Schutz gegen Austrocknung und Vertrocknung von solchen Flächen. Das hatten wir im Übrigen auch mehrmals kommuniziert, dass wir insbesondere in diesem Sommer und auch schon in den letzten Sommer teilweise Pflegegänge, die wir bei den Pflegen, also bei den Grünflächenfirmen beauftragt haben, nicht haben durchführen lassen. Also nicht, weil wir das nicht machen wollten oder weil das Geld irgendwie nicht da war. Nein, also wir haben einfach ganz bewusst entschieden, um diese Grünfläche nicht vertrocknen, verdürren zu lassen, sie nicht in dem gleichen Rhythmus einer Maat zu unterziehen. Das ist der Hintergrund. Dort, wo gehandelt wird, werde derzeit nur abgeholzt. Auch das bekommt die Verwaltung aufzuhören. Scheller kann damit nichts anfangen. Das habe ich auch schon öfter gesagt, ich finde diese Wortwahl nicht gut, weil wir im Rahmen von Verkehrssicherungspflichten, denen wir nachkommen, da geht es um Baumkontrollen, natürlich oftmals auch zu der Erkenntnis gelangen, dass diese Trockenheit, die sich ja dann eben auch auf Grünflächenpflege auswirkt, sich auch auf Bäume negativ auswirkt. Bäume bilden dann Totholz aus, sind nicht mehr so vital wie vorher. Und das führt dazu, dass wir Bäume zum Teil eben auch stark beschneiden müssen oder sie sogar ganz im Grunde genommen fällen müssen, weil sie sonst durch herabfallende Äste eine Gefahr darstellen würden für ja auch Leib und Leben von Menschen. Das darf und natürlich auch von Sachwerten, das darf man dabei nicht vergessen. Doch dann müsse es wenigstens mehr Tempo beim Ersatz geben, fordert Stieger. Das wünscht sich auch Scheller, doch das sei nicht immer so einfach, wie es klingt. Wir brauchen dazu auch einen Wechsel in dieser Stadt. Wir müssen mindestens auf jeden Fall die Pflanzen oder Anpflanzungen machen, wo ja Leute, die hier Baugenehmigungen kriegen und ähnliche Sachen, die also Ausgleichszahlungen leisten, dass jedenfalls auch die Sachen gepflanzt werden müssen. Es kann nicht sein, dass hier irgendwelche Gelder auf den Konten liegen und nicht die Bäume in die Erde kommen. Wir müssen da mehr machen. Da wünschen wir uns natürlich alle eine höhere Geschwindigkeit. Und wir pflanzen auch Bäume neu. Wir haben nur immer das konkrete Problem, oftmals nicht dort an der gleichen Stelle nachpflanzen zu können, wo wir einen Baum entnehmen mussten. Und das hängt oftmals damit zusammen, dass sich dort Leitungsbestände befinden, auf denen dann nicht wieder neu gepflanzt werden sollte. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass der vorhandene öffentliche Raum dort nicht ausreichend ist, um einen Baum einzupflanzen. Zumindest für den Bürgerwald ein Herzenswunsch der Freien Wähler scheint nun ein Standort gefunden. Im Rahmen des neuen Parkquartiers in Hohenstücken könnte der vorhandene Grünzug zwischen Rathenower Straße und Willibald-Alexis-Straße entsprechend aufgewertet werden. Um dort an der Stelle halt auch Bepflanzung ganz bewusst vorzunehmen. Das ist ein Thema, mit dem sich der Bereich von Herrn Müller beschäftigt, auch weiter beschäftigen wird. Ursprünglich gab es ja da an der Stelle halt die Idee, auch bürgerliches Engagement zu aktivieren, um dort an diesen Stellen Pflanzmöglichkeiten zu schaffen. Und das wäre zum Beispiel so eine Fläche, kann ich mir das durchaus vorstellen. Mit einem Haken. Zeitnah dürfte auch die Umsetzung dieses Vorhabens nicht erfolgen. Tja, und wir kommen jetzt zu den Wetteraussichten mit dem SKB3-Tagestrend. Es wird immer winterlicher. Am Mittwoch erreicht das Thermometer noch Temperaturen von 9 Grad, der Himmel ist bewölkt. Donnerstag und Freitag werden es dann nur noch 5 Grad sein bei leicht bewölktem Himmel. Tja, und das war's dann auch schon wieder aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.